Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer Runde Planet Zoo. Zu Lucia und dann Mark. Oh mein Gott. Also dieser Name Park zu Logo de Bahia war eindeutig besser im Mund als das hier. Naja, ist auch egal. Nach eurem Feedback in der letzten Folge baue ich das Klettergerüst natürlich komplett um und mache jetzt alle Stäbe, fast alle Stäbe, zu den eher Baumstämmen und nicht nur den kleinen Ästen sozusagen. Und ja, versuche da noch ein bisschen mehr Struktur reinzubringen. Das sieht jetzt deutlich besser aus, als es vorher aussah. So viel kann ich ja schon mal sagen. Freut euch darauf. Das Ganze dauert natürlich so ein bisschen. Deswegen ist diese Timelapse ungefähr, ich sag mal so, knapp 12 Minuten, 12,5 Minuten. Also wenn du das nicht machst, dann spul zuvor, dann siehst du das Endresultat und dann geht's auch weiter im Realtime-Part. Außerdem möchte ich mich bedanken für die ganzen Daumen nach oben und die ganzen Kommentare, die ich jedes Mal kriege. Ich habe für die Kommentare von heute, also die Kommentare von gestern, noch nicht selber geantwortet. Das muss ich noch machen. Das ist einfach unglaublich viel Arbeit. Das ist echt, da geht echt viel Zeit drauf mit Kommentaren beantworten. Aber ich lese alle Kommentare, ich habe die jetzt alle schon gelesen. Ich habe sie noch nicht beantwortet. Das versuche ich ja mittlerweile jeden Abend zu machen, aber es dauert wirklich sehr, sehr lange, wenn man das mal so sagen darf. Aber ich freue mich darüber. Das ist ja nur positiv, dass ihr so viel kommentiert. Von daher, macht weiter so. Gebt mir mehr Arbeit mit dem Kommentieren. Gebt mir mehr Arbeit. So, wir ändern das Ding so ein bisschen. Ich war nicht so hundertprozentig zufrieden mit dem Panda-Gehege. Ich bin auch immer noch nicht 100% fertig zufrieden mit der ganzen Geschichte. Aber es ist deutlich besser geworden, auf jeden Fall. Und ich habe, wie gesagt, euer Feedback mitgenommen in meine Überlegungen, was ich hier machen soll. Der Kirschblütenbaum, so sehr ich den auch mag, der fliegt tatsächlich raus. Das ist nicht, dass ich hier im asiatischen Bereich oder hier auf der Ecke oder wie man das auch sehen möchte. Ich weiß nicht, ob ich hier einen Bereich baue oder ob ich hier einfach nur ein Gehege mit kleinen Pandas reinmachen möchte. Da werden natürlich auch Kirschblütenbäume hinkommen, vielleicht da, wo die Buche neben dem Gehege steht. Aber im Gehege, finde ich, sieht das, wie ich das dann am Ende gelöst habe, besser aus als mit dem Kirschblütenbaum. Aber das werdet ihr gleich sehen. Hier hatte ich mir überlegt, ich mache so kleine Kästen, wo die Pandas sich verstecken können. Aber die waren einfach nicht groß genug, deswegen baue ich den ein bisschen größer. Und ich kopiere den Kasten quasi auch noch und dann baue ich den noch weiter drüben. Ja, ich weiß nicht, also ihr werdet das ja gleich sehen. Da baue ich den dann weiter drüben noch ein bisschen. Einfach, weil das ein bisschen cooler aussieht und weil die dann auch die Möglichkeit haben, sich da drin zu verstecken. Trotz des großen Hauses, das ist wirklich ein riesiges Haus, in dem die Pandas leben können. Das richte ich heute auch noch ein im Speedbild in der Timelapse. Ich weiß nicht, wie man sagt. Ich glaube, beide Dinger sind richtig. Da richte ich das Ding auch nochmal ein. Allerdings ist das riesengroß. Aber man kann wenigstens so das Mitarbeiterhaus drin verstecken. Ja. Hier, wie gesagt, jetzt die zweite Brutkiste sozusagen. Und noch mehr Stämme hier. Kletterstämme und nicht nur Kletterflächen, Kletteräste. Und schon sieht die ganze Geschichte so ein bisschen mehr natürlich aus. Wie ich finde. Hier mache ich dann so ein kleines Ding neben rein und so. Das sieht alles jetzt ziemlich cool aus. Die Pandas können auf all den Sachen klettern und die freut das tatsächlich auch, da hoch zu klettern. Was mache ich denn hier? Achso, ich mache dieses. Ja, stimmt. Das sieht auch nochmal ein bisschen netter aus, das Ganze. Man muss mal gucken, dass das alles so ein bisschen natürlich aussieht und so ein bisschen netter aussieht. Und hier fliegt jetzt der Baum raus. Ich dachte, dann mache ich hier so einen abgenutzten Baum, aber ich entscheide mich dann tatsächlich für diese Kiefern, die dann deutlich besser aussehen. Die Pandas können auch auf diese Kiefern draufklettern. Ich lasse die beiden jetzt frei, um zu gucken, was hier, ob die alles mal, wie nennt sich das, benutzen können. Hier können die ausbrechen, denn ich habe hier diese roten Dinger. Habe ich das jetzt in der Timelapse gemacht oder habe ich das letztes Mal schon gemacht? Hier mache ich eine Tür rein. Das wird am Ende nicht funktionieren. Die Tür habe ich am Ende wieder gelöscht. Nicht in der Timelapse, sondern während ich dann versucht habe, das Gehege noch ein bisschen zu verbessern. Hier versuche ich jetzt, den einen Kommentar umzusetzen, dass ich ein bisschen mehr Struktur reinbringen soll. Allerdings funktioniert das auch ganz gut. Hier dachte ich jetzt,
dass ich diese Betonmauer oben auch nochmal rauf mache. Auf mein Glasding. Das sah allerdings so blöd aus. Das hat so viel von dem Platz der Glasdings weggenommen, dass ich das doch ändere. Und jetzt fällt mir gerade auf, habe ich überhaupt diese weißen Dinge gelöscht? Ja, habe ich. Ich ändere es halt so gesehen, dass ich dann hier die dieses rote Ding, was auch im Haus ist, dieses asiatische, die asiatische Säule dahin kommt. Und das sieht am Ende besser aus. Allerdings können die Pandas noch ausbrechen und das ändere ich auch off-camera quasi. Sodass sie dann hoffentlich nicht mehr ausbrechen können. Ich baue die halt auch nach unten, dieses rote Ding hier. Und dann können die dann eiskalt ausbrechen, die blöden Panda-Bären. Ausbruch, Künstler, wie ich in der letzten Folge auch schon gesagt habe. Das ist schon ziemlich krass. Hier benutze ich dann die hier. Das gefällt mir dann plötzlich auch ganz gut. Und hier könnt ihr dann ausbrechen, auch weil ich die nach unten auch nochmal verlege. Es sieht richtig nice aus. Allerdings kannst du das da unten nicht haben, weil da glitschen die dann durch das Glas durch. Wie auch immer die das schaffen, aber die schaffen das. Das ist dann halt mir so ein Spiel, so eine Spielmechanik und nicht etwas, was die Panda-Bären haben. So, hier wusste ich nicht, ob ich das den ganzen Weg rummachen soll. Ich lasse es jetzt auch tatsächlich, ich mache das nicht den ganzen Weg rum. Das sieht so eigentlich ganz okay aus, aber da geht natürlich noch ein bisschen was. Pflanzentechnisch geht natürlich auch einiges, deswegen mache ich hier diese Kletterpflanzen mal ran. Die werde ich noch ein paar Mal öfter machen, auch am Haus und so, weil das Ganze einfach deutlich besser aussieht, meiner Meinung nach. Und das Ganze so ein bisschen mehr stimmig macht hier in die Ecke. Und dann natürlich den obligatorischen Bärbus. Okay, mir fällt das jetzt gerade gar nicht auf. Ich glaube, ich baue auch irgendwelche Pflanzen mit ins Haus rein. Also in dieselbe Gruppe. Das ist halt ein bisschen blöd. Jetzt fällt mir dann demnächst auf, dass die Kletter, diese Futterstellen nicht aufgefüllt werden können. Und dann muss ich die Tür nachher, wie gesagt, wegnehmen. Jetzt richte ich das auch drinnen ein. Ich weiß nicht, ob ich das hundertprozentig einrichte oder ob ich einfach nur hier schon mal versuche, die Sachen hinzukriegen. Achso, jetzt mache ich hier drin nochmal so ein Schlafkasten quasi für die Panda-Bären hier drin. Und richte das hier hinten allgemein noch so ein bisschen ein, dass es so ein bisschen stallmäßig ist. Das soll nicht schön sein, es soll einfach nur funktionabel sein. Und ich habe mal geguckt, ich dachte, wie würde ein Zoo das richtig einrichten hier? Und hinter den Kulissen sieht das meistens eher langweilig aus. Und da dachte ich, dann könnte das hier vielleicht auch ein bisschen langweiliger aussehen, unsere hinter den Kulissen bei den Pandas. Hier, wie gesagt, dann dieser Kasten, in dem die Pandas ein wenig chillen können und eventuell auch ihre Babys kriegen, weil meistens ist das ja so, dass die hinten hinter den Kulissen, wenn die Besucher nicht reingehen können, wie bei den Katas zum Beispiel, dass das dann alles ein bisschen gediegener ist. Und das soll es hier drin auch sein. Die sollen ja am liebsten draußen sein, die Panda-Bären. Dennoch kriegen die ein, zwei Kletterstangen hier rein. Das soll natürlich auch so sein. Ich weiß nicht, was mache ich jetzt? Also manchmal, wenn da so Pausen drin sind, dann mache ich hier nebenbei irgendwas. Hol mir Inspiration oder so. Meistens gucke ich auch auf Bildern. Also ich gucke, wenn ihr Fragen habt, wie man das machen muss, man guckt sich einfach wirklich Gebäude an, die in Zoos sind. Und das Gute ist, viele deutsche Zoos haben auch so hinter den Kulissen Bildern. Einfach mal reinschauen und dann kann man sehen, wie solche Zoogebäude dann aussehen. Ihr habt noch gesagt in den Kommentaren, dass ich hier eventuell Stein dran machen soll. Und ich denke, das probiere ich jetzt gleich nochmal im Realtime-Part aus. Weil das hier, das finde ich am Ende, sieht okay aus. Aber dadurch, dass das Haus nicht mehr auf dem Grid steht, ja, da wird das alles viel zu schwierig und nicht cool. Ich wollte da so eine Sonne draus machen. Ich weiß auch nicht warum, es sieht völlig bescheuert aus. Und das hier, das ist auch total ätzend gewesen. Ich mache das dann, ziehe das dann einfach durch und ziehe das Ganze dann insgesamt, versuche ich das so ein bisschen zu drehen, sodass das dann eventuell gerade wird, so gerade wie es dann halt geht. Richte hier drin natürlich das Ding noch ein, habe natürlich die rote Farbe ausgewählt, die ist mir dann aber egal, weil wenn es dann eh da drin ist, dann sieht das ja keiner außer uns. Entscheide mich hier für ein Dach, möchte dann ein bisschen Glas reinmachen, sodass es auch ein bisschen heller wird, entscheide mich dann doch um und mache dann doch lieber das Holzdach, wie ich das in den anderen auch gemacht habe.
Und dann fängt das große Rätselraten an, wo diese Holzdächer sind. Das hat also für mich richtig, richtig lange gedauert. Okay, jetzt im Speedbuild geht's super schnell. Ich wollte nicht so mega krass asiatisch das Dach halten. Ich möchte, dass ihr so ein bisschen, ja, dass dieser klassische Zoo-Look, den möchte ich gerne behalten. Gerade bei diesem Gebäude hier. Und da ist mir dann meiner Meinung nach ganz okay gelungen. Ziehen natürlich das Dach wieder so ein bisschen überstehend. Und dann sieht das Gebäude an sich auch ganz nett aus. Hier sehe ich dann, dass da ein bisschen was faul ist. Und ich mache hier so ein paar Pflanzen ran. Die sehen ein bisschen verloren aus auf der Ecke, wenn ich da ganz ehrlich bin. Die Ecke hier gefällt mir dann schon deutlich besser. Da arbeiten wir hier schön mit diesen... Ja, wie heißen die denn? Glycinien? Jetzt habe ich das nicht richtig lesen können. Ist ja auch völlig egal. Ich möchte noch ein bisschen Licht hier reinbauen. Mach dafür dann alles dunkel, um zu gucken, wie das dann aussieht mit dem Licht. Das ist natürlich jetzt nicht super wichtig. Das ist mir so ein Industrielicht. Aber das passt völlig. Das ist völlig in Ordnung. Mach noch ein paar Fenster ran. Meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig. Nehm hier allerdings die asiatischen Fenster. Dann passt das hier nicht. Und dann muss man wieder was ändern und so. Aber am Ende sieht das meiner Meinung nach auch ganz gut aus. Auch die drei Fenster da oben. Ist so ein bisschen Industrie, Scheune, Schuppen-like. So sehen Gebäude halt manchmal aus. Hängen noch ein bisschen Efeu dran. Dann sieht das alles ein bisschen netter aus. Und schon nähern wir uns tatsächlich dem Ende der Timelapse. Gefühlt habe ich sehr lange dran gesessen. Im Real Life war das ungefähr eine Stunde. Mach dann hier erstmal Speichermann und Söhne und dann hänge ich hier ein bisschen Special Effects rein. Das nervt mega krass, das ist mega laut, aber das werdet ihr gleich im Realtime-Part sehen, dass das mega laut ist. Aber ansonsten gefällt mir das jetzt deutlich besser als in der Folge gestern. Ich gucke jetzt hier, ob ich noch andere Sachen irgendwie machen kann, ob ich das umranden kann. Allerdings finde ich dort nichts. Wir sehen uns gleich wieder im Realtime-Part. Bis gleich, Leute. So, zurück sind wir im Realtime-Part, Live-Gameplay. Ihr kennt es ja mittlerweile. Hier hört ihr jetzt auch die Sounds mega laut. Das Geplätscher. Mir gefällt das Gehege allerdings jetzt schon besser. Ich hoffe euch auch. Ich hoffe, ihr seid da positiv gestimmt. Ich weiß es ja noch nicht. Das werde ich ja dann erst sehen, wenn diese Folge dann rauskommt. Aber ich finde, das sieht schon deutlich besser aus. Meiner Meinung nach. Hier so ein Bäumchen. Oder gehe ich hier jetzt mit den Kirschblüten? Eine richtig schöne Ronde Sakuras. Der Baum ist vielleicht auch falsch. Vielleicht nehmen wir doch eine Ulme hier. Eine kleine. Ah, es muss schon... Nicht an Oberfläche ausrichten, bitte. Muss schon so sein, sodass da ein bisschen Platz zwischen ist. Ja, das passt. Das geht klar so. Hier die Ecke mit dem... Ja, das sieht eigentlich auch ganz nett aus. Man muss halt auch immer gucken, dass das alles im Rahmen ist. Hier muss ich natürlich auch noch mal irgendwas machen. Ich könnte das noch verkleiden oder ich mache hier in der Mitte irgendwas. Hier auf dieser Plaza gibt es natürlich Fressbuden hier drüben oder hier drüben. Ich mache die, glaube ich, hier drüben hin. In die Richtung. Sodass die hier auf jeden Fall was essen können, die Leute. Das ist... Die Ecke wird auf jeden Fall genutzt. Meiner Meinung nach. Oh, guck mal hier. Also der Zoo sieht ja schon ziemlich cool aus, wenn man den so von oben sieht. Ich betrachte Zoos auch mal ganz gerne von oben. Ich da ganz ehrlich bin. Da sieht das ganz nett aus, ne? Hier die Löwen, die Schildkröten, die Katas hier. Da dann die kleinen Pandas. Auch immer schön viele Gebäude. Das ist wichtig. Die Giparden. Die Bären waren hier, ne? Ja, da sind die kleinen Babybären. Und was haben wir noch hier? Ganz genau. Die Wölfis. Sind da mittlerweile zwei Babys? Oder ist einer von euch immer noch schwanger? Die nicht. Die auch nicht. Wie viele Kinder hat er denn? Eins. Oh. Das ist ja doof. Bei den Bisons haben wir da... This is a baby Bison. Die sind aber auch sweet. Also Tierkinder in Planet Zoo, ne?
hammersüß. Das Ding mit dem Ruckeln des Spiels ist ja auch, dass das nicht ruckelt, wenn ich spiele, sondern dass das eher ruckelt, wenn ich was baue. Boah, wie voll das hier ist. Wie sieht's bei unseren... Na, guck mal, die packen hier schon, die beiden. Auch eins meiner Highlight-Gehege hier. Wir haben so viele gute Gehege hier hinten. Aber auch hier vorne haben wir gute Gehege. Ich möchte mir die jetzt alle mal angucken. Haben wir bei den Schildkröten schon Babys? Die waren nämlich schon länger mal schwanger hier. Aber auch das sieht halt cool aus mit den Schildkröten hier vorne, ne? Die haben halt auch relativ viel Platz. Gefällt mir auch. Bei den Läuvis, da sind die Babys ja eh schon seit längerer Zeit. Boah, wer hat denn den kaputt gemacht? Und hier welche Assis am Werk hier, oder was? Ich habe doch hier die Kamera. Warum erzählt mir keiner, wer das war? Und hier liegt wieder Müll und alles. Hier diesen Unterstand, den finde ich auch cool. Ja, man guckt sich den Zoo auch mal zwischendurch mal an, ne? Lass mal hingehen zu den kleinen Pandas. Denn hier war ja dann auch noch der Witz, dass ihr wolltet, dass ich das alles verkleide. Da bin ich mir ein wenig unsicher, ob das... Ja, jetzt sieht das natürlich nicht so gut aus, ne? Jetzt, wo das Loch, also wo oben... Wo das oben gedingst ist. Sag ich jetzt mal. Das Wasser macht mich verrückt. So irgendwie muss das ja sein, ne? Ja, das sieht jetzt nicht so schlecht aus. Das passt halt überhaupt nicht. überhaupt nicht zum Haus. Ah, die Sonne passt auch nicht zum Haus. Die muss auch weg. Das ist auch Schwachsinn hier. Ja, dachte ich hätte eine gute Idee. War eine blöde Idee. Ja, wie machen wir das? Wie machen wir das? Da ist natürlich eigentlich Platz. Oder wir lassen das so. Oder so. Die Leute feiern's. Die Leute feiern's. Unsere Zoobesucher. Die feiern alles. So, wir gehen hier mit Rot und mit Orange. Das sieht krass aus. Das nehmen wir. Wenn es krass aussieht, dann nehmen wir das. Wie sieht's hier aus mit dem... Mit unserem Gedönse hier. Das könnte gut passen, ne, oder? Die benutzen wir überall hier. Durchgehend. Das sind die besten. Ja, weiß ich nicht. Passt das hier noch hin? Ach, passt hier wunderbar hin. Da schau her. Wie sieht's aus hier? Kleine Pante. Kleine Pants. Sehr gut. Und hier vorne geht natürlich auch noch einer. Natürlich geht hier einer. So. Zack. So. Könnt ihr gleich darüber lesen. Müsst ihr euch gar nicht angucken. Und selbstverständlich das hier noch. So, ein Lautsprecher. Hier unten hin. Für die kleinen Pandas. Alles hat Strom, alles hat Wasser. Alles ist wunderbar. Ist hier mittlerweile Futter angekommen? Weil die hatten so ein paar kleine Probleme, damit Futter hier anzuschaffen. Ich hoffe, dass er hier hochgehen kann. Ansonsten muss ich das auf die Seite hier machen. Wo ist denn der Pfleger eigentlich? Bist du hier in der Futterküche? Nee. Wo ist denn der? Da ist er. Jetzt mach mal schneller da. Erstmal wieder fortbilden. Dann ist er noch schneller. Man könnte hier hinten halt auch noch eine kleine Hütte hinmachen, wo die locker leicht, wie nennt sich das? Wo die locker leicht,
So ein Personalraum heißt der. Personalraum. So, er müsste jetzt ja da reingehen. Dann müsste er sich denken: Die Panda-Bären, die könnten ruhig was zu schnabulieren haben. Und auf jeden Fall mal einen Techniker rufen. Kleiner Panda-Teich. Teich. Möchte jetzt sehen, wie er das Futter da reinbringt, ob das klappt. Oder ob er nur den Futterball drinnen auffüllt. Das wäre halt scheiße. Ich finde das immer noch so cool. Also diese Details hier auch mit den Gummihandschuhen hier und was hier so steht und die Kisten hier unten, dass das auch so unaufgeräumt ist und so. Das finde ich jetzt nice. So, junger Mann. Wo gehen wir jetzt hin? Ah, wir gehen zum Futterball. Das ist hoffentlich nicht das einzige Ding, was du auffüllst. Nom nom. Für unsere Nom noms. Ah, der ist auch da, der Techniker. Ah, geht nach draußen. Lass uns mal gucken, ob er das nur das Dings auffüllt. Ob die snacken sich jetzt was hier. Oder was da los ist. Futterqualität machen wir natürlich auf 3, damit er nächstes Mal ein bisschen was zu tun hat hier. Gabelbock wird bald erwachsen, das ist auch nice. Kümmern wir uns gleich mal drum. Möchte jetzt sehen, ob er hier dieses Holzding voll macht oder ob er hochgeht. So ein bisschen die Befürchtung, dass er nicht hochgeht, sondern dass er hier nur Nom Nom macht. Kango. Kango. Wieso? Achso, der ist jetzt schon. Mit der Bau der Raum ist so weit weg. Bis ich da bin, bin ich völlig kaputt. Es tut mir leid. Er hat auf jeden Fall jetzt hier voll gemacht. Die Dinger mit Bambus und Ahornblättern und Baumrunde, Früchte und Gemüse. Mann, Mann, Mann. Grade 3. Direkt. Hat er direkt dabei gehabt, ohne dass er es fertig macht. Das ist halt ein geiler Typ, ne? Was willst du machen? Wie sieht's hier aus? Mit unseren Gabelböcken, sind die jetzt erwachsen schon? Da muss man aufpassen, nicht, dass die sich hier, dass das hier in Inzucht ausartet. Aber es sieht danach aus, als wären die beiden hier noch klein. Wenn man die dann auswählen könnte. 1,7. Immer noch 1,7. Bei wie vielen Jahren werden die denn groß? Bei 2 oder was? Ja, bei 2, glaube ich. Ich glaube, die werden relativ früh. Zurück zu unseren Panda-Burn. Zu unseren kleinen Pandas. Müssen wir hier natürlich ein bisschen schick machen. Das geht natürlich nicht. Zu groß. So. Das finde ich ist sehr gut. Sehr, sehr gut. So ein bisschen die Befürchtung, dass auch diese Folge, dass hier noch nicht fertig wird, alles. Obwohl ich gespeedbildet habe. Habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass das hier alles ein bisschen krass in der Länge gezogen wird mit den Pandas. Aber wenn du hier so eine Ecke neu machst, ich habe jetzt auch natürlich nicht wirklich viel Offscreen gemacht, ne? Gemäßigt und Tiger und Kontinent natürlich asiatisch. Ach ja, hier, ich habe das Gebäude hier. Kleine Panda-Tieflegerhütte. Vom Edgar-Fan. Nur, dass das klar ist. Ich hab's runtergeladen. Allerdings, wenn ich das da als Referenz nehmen soll, den Lautsprecher, wobei ich mir nicht sicher bin, dann ist das Ding im Boden. Das glaube ich ist nichts in der Sache. Ich muss hier, glaube ich, irgendwas anderes als Referenz nehmen. Und ich würde halt sagen, dass das so sein muss. Nee, dann schwebt's. So, ne? Aber das passt halt hier gerade noch nirgendwo hin. Müssen wir mal schauen. Hier wird's halt hinpassen, ne? Aber gerade nicht. Gerade nicht. Und dann habe ich mein eigenes hier und dann habe ich noch das vom Sean. So, lass einmal hier ein bisschen Blümchen noch machen. Blümchen, Blümchen.
Und neben den Blümchen gibt es hier natürlich den obligatorischen Bambus. Der muss ja klar sein. Ach ja, hier ist ja auch noch, ne? Einmal ein Spendenkästchen hier hinten hin. Damit wir hier natürlich auch nochmal richtig schön abcashen können. Auch wenn das völlig egal ist, ist ja Sandbox. Sandbox macht mir auch schon Spaß, ne? Muss ich mal sagen. Also das ist ganz cool. Das Einzige, was ein bisschen blöd ist, ist, dass es halt dann zwischendurch mal so ruckelt. Und das ist, glaube ich, auch, weil es Sandbox ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wenn ich Franchise spiele, dadurch, dass das auf dem Server gelagert wird, ist das ein bisschen einfacher alles. Kann aber auch nur Einbildung sein. Aber ich bin der Meinung, dass das im Park Zoologico deutlich performanter lief. Und das, obwohl der Zoo deutlich größer war. Ah, hier habt ihr ein bisschen Bambus. Ist das der kleinste gewesen? Ja, tatsächlich. Ja, dann muss er hier noch ein bisschen hin. So, dass man da nichts sieht. Die laufen eiskalt durch den Bambus durch. Das sind echte Gangster. Was haben wir hier? Nichts wirklich. Die Idee wäre halt hier noch irgendwie so einen See zu machen. Oder so. Also, das wäre quasi... Das ist jetzt schwierig. Lass mich mal kurz gucken. Dass wir hier so machen. Ich muss kurz Pause machen, sonst geht das gar nicht. Der Witz ist halt, dass die Besucher sich auch irgendwie als Teil des Ganzen fühlen sollen. Jetzt muss ich gucken, ob ich hier Wasser reinmachen kann. Das ist natürlich blockiert. Ich glaube, wegen der Ecke hier. Wenn wir jetzt hier so ein bisschen runter machen noch, haben wir auf jeden Fall Platz für Wasser. Das reicht mir nicht. Ah. Muss echt gucken, dass das hier alles passt. Schon deutlich besser. Dann alles hier. Smoothie, Smoothie, Smoothie. Könnte auch überlegen, hier wieder mit Gegenständen zu arbeiten, ne? Das ist super. Dass wir hier quasi... lass mal Auto malen. Dass wir hier quasi einen See machen, indem wir dann auch ein paar Steine reinmachen, die dann natürlich auch ein bisschen dazu passen und so. Dass wir das alles hier natürlich schick aussehen lassen und so. Aber dass wir hier drin, in der Mitte, dann irgendwie so eine Art Statue machen könnten. Natürlich nicht so. Weil hier gibt es ja auch noch diese... Wo sind denn die? Requisiten, Mittelpunkte. Es gibt diese Panda-Bären, diese roten. Hier sind die. Die kannst du halt sehr gut hier hinstellen. So, dass es als Teil des Ganzen ist. Und den auch noch irgendwie hier hinstellen. Weil wenn die ein Teil des Ganzen sind, dann passt das. Dann sieht das deutlich besser aus. Und dann haben wir hier auch noch diese Statuen und so. Sowas fehlt hier irgendwie noch. Ihr wisst, was ich meine, ne? Dass wir das so ein bisschen... so machen und jetzt ein bisschen mit den Pflanzen gleich noch arbeiten und so. Das wäre mein Traum. Wenn das hier mit den Steinen alles passen würde. Wir müssen natürlich auch nochmal drüber sprechen, dass wir hier ein bisschen Felsen hinmachen. Dass das Ganze sich hier ein bisschen mehr eingliedert in das ganze Umfeld.
Hier natürlich Erde. Bisschen Gras kurz noch. Random. Reinstreuen. Wenn ich jetzt nicht so viele Steine bräuchte, wäre das alles gar kein Problem. Aber ihr kennt mich. Ich brauche jetzt erstmal wieder 3.000, 4.000 Steine. Aber das soll halt so ein bisschen so sein. Und dann möchte ich hier gerne so einen kleinen Springbrunnen hinmachen und so. Das sieht dann, glaube ich, ganz nett aus. Und dann weiter hinten halt die Fressbuden. Wenn du hier halt Pflanzen hinmachst und so, dann fällt das alles gar nicht so mega krass auf. Dass das so eine Erhöhung ist. Optional kannst du hier den Zaun auch nochmal hinmachen. Fällt mir gerade so ein. Würde natürlich auch noch gehen. Das sieht sehr gut aus. So. Das sieht sehr gut aus. Das finde ich ist... Das ist schon ziemlich gut. Hier halt noch ein Steinchen. Und auch auf diese Seite. Sodass wir hier halt auch ein bisschen Struktur reinbringen. Ganz genau. Sollen wir jetzt einfach mal mit den Pflanzen gehen? Ich glaube ja, ne? Mit den Pflanzen, mit den Steinen. Dann kann man hier halt so ein paar Pflänzchen hinmachen. Hier kannst du gut eine Buche noch hinstellen oder hier auf der Seite. Buchen sollst du suchen, ne? Irgendwie sowas hier, so ein Fächer-Ahorn. Oder wir gehen hier auch nochmal mit den Kirschblüten. Ich glaube, wir gehen mit den Kirschblüten. Und dann natürlich der obligatorische Bambus hier. Auch hier halt. Dass das Ganze so ein bisschen, das sieht jetzt auch schon wieder ein bisschen mehr natürlich aus. Das ist halt für mich immer das Wichtigste, dass es so aussieht, als könnte das wirklich in einem Zoo sein. Das ist halt mein Ziel in diesem Let's Play. Oder in diesem Spiel allgemein. Also ich baue nichts hart Unrealistisches oder so. 2, 3 Seerosen hier vielleicht noch. Die das Ganze ganz schick machen könnten. Ich glaube, hier sind auch noch welche. So vielleicht. Ja, das passt. Hier gibt es noch diese kleinen Büsche. Der ist schon sehr buschig. Man muss halt auch immer gucken, was passt, ne? Damit man auch nicht zu viel hier verschiedene Sachen reinmacht. Aber dann doch so ein bisschen Abwechslung noch hat. Die hier sind ja meine absoluten... kanadischen Hartriegel sind... Hartriegel? Heißen die so? Hartriegel? Ja, müssen die ja. Steht da unten, ja. Sind mein absolutes Highlight immer. Hier vielleicht noch so ein Himalaya-Buche. Birke. Buche-Birke. Ist ja egal. Und dann natürlich hier nochmal so einen richtig schönen Schwung Bambus an die Seite hier. Hier vielleicht ein bisschen erhöht, sodass das Ganze ein bisschen gut aussieht. Hier dann natürlich Bambus, 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 Freunde. Auch hier oben, dass das so ein bisschen schwebt, das muss auf jeden Fall sein. Ich finde es nicht schlecht, oder? Jetzt nutze ich natürlich auch wieder, mache hier wieder eine XXL-Folge draus, weil ich habe ja auch schon die Timelapse. Aber so generell kann man das doch so anbieten, oder? Finde ich. Hier an der Seite kann man noch solche Sachen hinhaben hier. Dass das Ganze noch so ein bisschen versteckter wird hier. Generell finde ich das ganz okay. Wir haben vielleicht ein bisschen viel Bambus hier an der Seite. Kann man hier vielleicht nochmal sowas
so ein Gestrüpp-technisches irgendwas hinmachen. Aber sonst ist das halt eine ganz nette Ecke geworden. Finde ich jetzt nicht so mega schlecht. Da haben wir den kleinen Panda, da haben wir die beiden Pandas drin. Hier fehlt irgendwas noch. Bin ja versucht, noch mehr Bambus zu machen, aber das sieht dann schon wirklich hart doof aus. Eine Ulme. Könnte zu viel sein. Man muss das ja auch ein bisschen sehen können hier. Fahren, so ein bisschen fahren. Geht immer. Geht auch hier noch. Da muss man wirklich gucken, was geht. Anpflanzen, was geht nicht. Hier drüben geht noch ein bisschen was. Den habe ich sonst auch noch mal kleiner, ne? So. Der schwebt wieder. Ich finde es gut. Ich finde es ganz okay so. Und dann wollte ich hier noch mal ein bisschen Wasser hinmachen. Ein bisschen Wasserspielzeug hier. Was haben wir hier? Hier haben wir den hier. Der ist ganz gut. Ist der groß, mittel, klein? Ich glaube, so ein kleiner macht das ganz gut. Hier einer hin. Und auch hier einer hin. Das wäre ganz nett. Guck doch mal. Ich finde es ganz cool. Haben wir noch irgendwas anderes Asiatisches hier? Als Requisit? Design? Ostasiatisch? Ja, da sind natürlich einige Sachen dabei, die man gut einbauen kann. Hier so eine Laterne zum Beispiel. Da ist ja einiges an nicer Kram. Die kleine Brücke wäre ja auch noch gut gegangen, ne? Aber dafür ist unser Teich zu breit. Hier drüben wäre die noch gegangen. Ah, es geht nicht. Das sieht nicht gut aus. Wir hätten hier noch dieses kleine Boot. Oder ist das too much? Nö, das geht eigentlich. Kann man so lassen. Sieht vielleicht gar nicht so blöd aus. Ist das eine Glocke? Brauchen auf jeden Fall hier nochmal so ein bisschen eine Steinlaterne. Machen wir hier drüben noch hin. Da so. Das sieht gut aus. Ich finde das ganz gut. Was sagt ihr? Ihr mögt das bestimmt auch. Und schon hat die Ecke so einen ganz anderen Flair jetzt genommen. Ich finde es ganz cool. Und wenn man dann hier auch, man muss auch mal sich als Besucher hier so reintrauen. Da sieht das gar nicht so blöd aus. Ich muss mal gucken, ob ich nochmal den Zaun hier irgendwie rumlege. Ob das nochmal Sinn macht. Mal schauen, mal gucken. Mal gucken, was ich da mache. Ich bedanke mich an dieser Stelle für die Folge. Ihr lasst auf jeden Fall den Daumen nach oben da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Jetzt gibt es gleich noch ein paar Cinematic Shots, denn ich finde das eigentlich ganz cool, das Gehege, so wie es jetzt ist. Auch mit dem See hier vorne, den wir jetzt gebaut haben. Den habe ich einfach so mal eben schnell aus dem Bogen gestampft, ne? Krasse Geschichte. Vielen Dank fürs Zusehen. Cinematic, bis gleich. Oder bis nächstes Mal.